This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dies ist ein Video, das ich schon seit langem angekündigt hatte, was ich teilweise aber auch schon mal über Dinge, die ich teilweise auch schon mal gesagt hatte in Luther 2017, 500 Jahre nach der Reformation. Christ oder Antichrist, was wählst du? Für diejenigen, die das geschaut haben, ist das eine leichte Wiederholung zum Teil, was hier jetzt vorkommt. Und für die anderen, die es nicht geschaut haben, wird das vielleicht neu sein. So in die Tiefe, wie ich es heute hier bringe, bin ich da noch niemals drauf eingegangen, jedenfalls nicht alleine. Das Video heißt ja Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Das ist ein Titel, den ich bereits an ein Video gegeben hatte von, ich glaube, das war Ende 2014, wo ich noch mit Michael Adams zusammen auf Shows war, auf Talkshow, in Englisch natürlich. Wo ich zusammen damals mit, Wall Stickle war dabei, Tom Fress war auf jeden Fall dabei, Michael Adams und ich meine wir vier waren's. Und wir hatten damals eine Show gemacht, die hieß halt im Englischen, so wie das hier der deutsche Titel ist, ne? The Greatest Deception Since the Garden of Eden, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Was ist der größte Betrug seit dem Garten von Eden oder was ist überhaupt der größte Betrug? Was ist der Betrug des Gartens von Eden? Sollte man ja vielleicht auch mal wissen. Im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, wird erzählt, wie die Schlange an Eva herantrat und Eva fragte, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von diesem Baum essen? Und das Resultat war, dass Eva sich dazu hat verleiten lassen, die Frucht anzufassen, die sie nicht anfassen durfte, die Frucht zu essen, von der sie nicht essen durfte. Und das war nicht genug, sie hat es auch noch ihrem Mann gegeben, Adam, und der hatte auch von gegessen. Und die Lüge der Schlange Satans, damals im Garten Eden, war, dass man nicht sterben würde, sondern dass man selber werden würde wie Gott.
Man würde Gut und Böse erkennen und sein wie Gott. Gott selber ist deswegen böse, weil er hält uns in dieser Ignoranz. So die Schlange. Und das ist der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Aber seitdem versucht der Gnostizismus, der Mensch, der von Satan geführt wird, seitdem versucht er, das Leben selbst zu erfinden, das Leben selbst aufzubauen und ewig zu leben. Etwas, was Satan in der Form der Schlange versprochen hatte, aber was er für sich selbst noch nicht mehr halten konnte, weil Satan selbst war oder ist kein Gott, sondern ist ein geschaffenes Wesen. Also, die größte Lüge des Gartens von Eden war, dass man dem Menschen weisgemacht hat, er könne tatsächlich Gott sein und sich selbst Gott machen. Was ist dann der größte Betrug seit dem Garten von Eden? Das ist so ungefähr die Welt nach dem Christentum, in der wir jetzt leben. Also nach dem Christentum, damit meine ich, dass das Christentum heute eigentlich mehr oder weniger ausgestorben ist. Gibt nämlich da nicht mehr viel von. Das Christentum ist vor allen Dingen entführt worden in der Zeit von Konstantin, als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion des heidnischen Römischen Reiches erhoben hat. Es gab aber keine andere Möglichkeit für Rom, um das Christentum zu besiegen. Wenn sie 100 getötet hatten, standen 1000 auf, und wenn sie 1000 töteten, standen 10.000 auf. Also haben sie gewählt, das Christentum zu infiltrieren, genauso wie die Jesuiten das ein paar hundert Jahre später gemacht haben mit der protestantischen Bewegung. Seitdem nennt sich die römisch-katholische Kirche christlich. Die römisch-katholische Kirche ist aber nicht christlich, weil sie hat sich lediglich mit dem Mantel des Christentums, den Mantel des Christentums umgeworfen. Und es ist weiterhin die alte heidnische, aus Babylonien stammende Kirche. Wer daran zweifelt, sollte sich meine Lesung angucken des Buches Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Wer Englisch kann, kann auch die etwas kürzere Version von Ralph Woodrow Babylon Mystery Religion sich anhören und anschauen und durchlesen selber. Beweise dafür, dass Babylon Rom ist und Rom Babylon, gibt es mehr als genug. Da will ich hier auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber der größte Betrug seit dem Garten von Eden ist ein Betrug, der nur deswegen möglich geworden ist, weil eben das Christentum, die apostolische, erste, wirkliche, wahre Kirche Jesu Christi, damals entführt wurde vom heidnischen Rom und das heidnische Rom sich den Mantel des Christentums umgehängt hat und seitdem, wenn man in der Welt von Christentum spricht, man von der römisch-katholischen Kirche spricht. Die originale Kirche ging damals in den Untergrund. Diejenigen, die sich nicht von Rom haben täuschen lassen. Und die sind durch die Geschichte gegangen, wie als Völker, wie zum Beispiel die Lombarden, die Waldenser und noch ein paar andere Völkernamen, die ich jetzt nicht alle nennen möchte. Das ist auch nicht so wichtig. Der Punkt ist nur, dass es eine Untergrund-Wirklich-Kirche Gottes gab. Genauso wie auch in Offenbarung beschrieben. Da heißt es ja, dass für die Kirche ein Platz in der Wildnis reserviert ist. Während der 1260 Jahre des Regententums des Antichristen. Und über den Antichristen geht im Grunde diese Lüge. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Wir müssen dazu zurückgehen in das Buch von Daniel und dort in das Kapitel 9. Und das werde ich auch gleich noch tun. Aber bevor wir auf Daniel gehen, will ich sagen, dieses Video im Allgemeinen geht um das Folgende. Dieses Video ist eine Studie für Prophezeiungen über Jesus' Ankunft, mit Schwerpunkt auf Daniel Kapitel 9 und den Stand der Juden heute, 2016, wo ich das aufnehme, sowie die Wahrheit über den modernen Nationalstaat Israel. Es ist wichtig zu verstehen, warum dieser Staat überhaupt existiert
Und es ist wichtig zu verstehen, was der Stand der Juden heute überhaupt ist. Und wenn ich das Neue Testament nicht kenne, dann kann ich das nie begreifen. Und obwohl die meisten Menschen, die sich heutzutage Christen nennen, und von denen auch die meisten, die sich heutzutage Protestanten nennen, meinen es zu begreifen, haben sie doch alle überhaupt keine Ahnung, wenn sie in diese Welt schauen, weil sie alle haben ihre Meinung zu Israel, aber niemand hat dazu eine biblische Meinung. Der Punkt, auf den ich kommen will, und das ist vielleicht ein bisschen nicht in der richtigen logischen Reihenfolge, aber ich setze mich hier auch hin und mache ein unbeschriebenes Video, ungeskriptet, also ich spreche jetzt einfach so, wie mir der Heilige Geist das eingibt, über die Dinge. Wenn wir über die Juden heute sprechen, wenn wir über die Schwarzen heute sprechen, wenn wir über die Chinesen, Gelben heute sprechen, überhaupt über andere, wenn wir über Rassen sprechen, dann müsste uns als Christen eigentlich an erster Stelle eins deutlich sein. Es gibt nur eine Rasse, die menschliche Rasse. Und innerhalb dieser menschlichen Rasse gibt es verschiedene Varietäten. Manche sind ein bisschen heller, manche sind ein bisschen dunkler. Egal welche Farbe sie haben, es sind und bleiben Menschen. Das Neue Testament geht um Menschen. Im Alten Testament gab es ein auserwähltes Volk von Gott. Dieses auserwählte Volk von Gott ist durch Jahrhunderte durch in der Bibel beschrieben. Ihre Leiden, ihre guten Dinge, ihre Könige, ihre Erfolge, ihre Misserfolge, ihre Gefangenschaft, ihre Kriege. Alles ist im Alten Testament sehr, sehr gut beschrieben. Hauptsächlich, warum das Alte Testament wichtig ist, ist, dass wir lesen in Genesis 3,15, dass dort geschrieben steht: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Dieser kleine Vers aus der Schlachterbibel von 1951 jetzt genommen, ist die erste Ankündigung des Messias, des Erlösers, des zweiten Adam, desjenigen, der dafür sorgt, dass die Fehler des ersten Adam beseitigt werden, dass die wieder zurückgenommen werden, dass der Fall des Menschen, für den die Schlange, wie ich am Anfang ja hier gesagt hatte, gesorgt hat, nicht rückgängig gemacht wird, aber dass der Mensch trotzdem Erlösung und das ewige Leben findet, das Gott ihm von Anfang an geschenkt hat, und dass er, durch auf die Lüge von Satan einzugehen, im Grunde weggeschmissen hat. In Genesis 3,15, wie ich gerade vorgelesen habe, finden wir die erste Ankündigung eines Messias. Und dieser Messias kommt aus einer Linie heraus. Und deswegen gab es eben auch ein auserwähltes Volk. Nun ist aber die Frage, wie lange wird Juda oder wie lange wird Israel das auserwählte Volk Gottes präsentieren? Und da werde ich gleich mehrere Zitate aus der Bibel nehmen, um euch deutlich zu machen, dass es im Alten Testament ein auserwähltes Gottesvolk gab, das in erster Stelle Israel ist. Das ist der neue Name von Jakob, der sich Israel nennen sollte. Er wurde umbenannt von Gott selber, von Jakob auf Israel. Und die Saat, die aus ihm hervorkam, seine 12 Söhne, waren die 12 Stammväter des Volkes Israel. Und eines dieser Völker, der Viertgeborene, hieß Juda und präsentiert das jüdische Volk. Jetzt lesen wir in Genesis 49,10 zu der Frage, wie lange wird Juda das auserwählte Volk Gottes präsentieren? Und nicht vergessen, dass sogenannte Volk Juda aus dem Alten Testament
entspricht dem, was man uns heutzutage weismacht, was die Juden sind, heute, 2016, in unserer Welt. In Genesis 49,10 lesen wir, Zitat, »Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Schilo kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind.« Ende Zitat. Der Schilo oder Shiloh, wie es im Englischen heißt, referiert hier auf den Messias, auf Jesus Christus. Mit anderen Worten, im ersten Buch Mose, Kapitel 49, wird schon gesagt, dass das Zepter von Juda nicht weichen wird, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Messias kommt und ihm die Völkerschaften, und das ist ja wohl nicht nur Juda, nein, das sind alle Völker, die Völkerschaften unterworfen sind. Ebenfalls aus dem Alten Testament lesen wir in Hosea, Kapitel 2, Vers 23. Und ich will sie mir im Lande ansäen und mich der Unbegnadigten erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Ende Zitat. Und ich will sie mir im Lande ansäen und mich der Unbegnadigten erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Wer ist denn nicht mein Volk? Das sind die Heiden. Das sind die Gentiles, wie es im Englischen heißt. Oder wie die Juden gerne sagen. Das sind die Goyim. Und ich will sie mir im Lande ansehen und mich der Unbegnadigten erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Im Neuen Testament lesen wir bei Matthäus, Kapitel 21, Vers 43, Zitat, »Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt.« Ende Zitat. Hier spricht Jesus zu den Juden, zu seinem Volk. Und er sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 46 lesen wir, da sprachen Paulus und Barnabas freimütig. Euch musste das Wort Gottes zuerst gepredigt werden, also den Juden. Da ihr es aber von euch stoßet und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Ende Zitat. Weiterhin im zweiten Kapitel Römer, Vers 28 und 29 lesen wir, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die am Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben nach vollzogen wird. Eines solchen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ende Zitat. In Römer Kapitel 9, Verse 6 bis 8 lesen wir, nicht aber, als ob das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, seine Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Und im Buch der Galater finden wir im Kapitel 3, Vers 26, Zitat, denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus. Denn so viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Ende Zitat. Und zum Abschluss, ebenfalls im Buch der Galater, Kapitel 3, Vers 14, Zitat, damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus, auf dass wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ende Zitat. Nun,
Ich gehe hier noch mal eben zurück auf Matthäus 21, Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das Reich Gottes wird von euch genommen werden, den Juden, und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, nicht wahr? Und eine weitere wichtige Analyse finden wir eben auch in Römer 2, Vers 28 und 29, vor allen Dingen 29. Also Römer 2, 29, Zitat: Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, das heißt geistig, spirituell. Und das ist eine Beschneidung, die am Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben nach vollzogen wird. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich mir als Junge oder als Kind oder als Mann die Vorhaut beschneiden lasse von meinem Geschlechtsteil und damit eine Beschneidung habe nach außen hin. Es geht um eine Beschneidung des Inneren, des Herzens. Es geht um das Akzeptieren des Glaubens. Eines solchen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Gott beschneidet unsere Herzen. Der Mensch beschneidet vielleicht das Äußerliche, aber Gott beschneidet das Herzen. All diese Zitate, angefangen von Genesis 49, 10, Hosea 2, 23, Matthäus 21, 43, Apostelgeschichte 13, 46, Römer 2, 28, 9, 6, Galater 3, 26 und 3, 14, all diese gerade zitierten Bibelzitate. Alle die sagen uns ganz deutlich, dass Juda, das auserwählte Volk Gottes, dann endet, wenn der Messias kommt. Deutlicher kann man es ja wohl nicht mehr sagen, dass die Bibel es ganz deutlich sagt hier. Nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn ihr seid alle Gotteskinder durch den Glauben in Christus Jesus. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das heißt, wenn hier steht, es ist weder Jude noch Grieche, das ist ja nun ein Satz aus der Bibel, den kennt ja wohl jeder. Wenn es keinen Juden und keinen Griechen mehr gibt, dann spielt die Blutabstammung, die Genealogie keine Rolle mehr. Die war wichtig im Alten Testament, um dafür zu sorgen, dass man die Linie, die Gott in Genesis 3,15 angekündigt hat, aus der der Messias hervorkommen soll, dass man diese Linie nachverfolgen konnte. Deswegen war die Blutlinie wichtig. Aber Jakob wurde Israel nicht aufgrund seines Blutes, sondern Jakob wurde Israel aufgrund seines Glaubens. Israel ist immer ein Glaubensvolk gewesen. Und Israel im Alten Testament, der Staat, bestehend aus, sage ich jetzt mal, der Staat, die Nation, bestehend aus diesen 12 Stämmen, hat ja auch immer Gott gefolgt. Und als sie es nicht mehr taten, da waren sie auch nicht mehr sein Volk. Zum Schluss war nur noch ein einziger Stamm von den ursprünglichen 12 über. Und das war der Stamm Juda. Und deswegen steht bereits in Genesis 49,10 geschrieben, wo alle anderen 11 Stämme bereits über die Welt verteilt sind und abtrünnig geworden sind, Gott nicht mehr folgen. Und deswegen steht in Genesis 49,10: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Schilo, also der Messias, der Erlöser, kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Wie lange ist Juda das auserwählte Volk Gottes? Bis der Messias kommt. Und dann geht es durch die Gnade und den Glauben, gilt die Erlösung für
alle Völker, für alle Menschen, gleich welcher Sprache, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher, zwischen Anführungszeichen, Rasse. Das spielt keine Rolle mehr. Das war früher wichtig, das ist heute unwichtig. Deswegen sagt die Bibel es ganz, ganz deutlich. Es gibt weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Weib. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das heißt, mit dem Ende des Alten Testaments ist hier deutlich verkündet worden, dass die Juden nicht mehr das auserwählte Volk Gottes sind. Gott liebt jeden Menschen. Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit, sich zu ihm zu bekehren und dadurch ewiges Leben zu erreichen. Das, was im Alten Testament den Israelis vorbehalten war. Und nun kommen wir langsam zu dem wichtigen Punkt, den ich eigentlich machen will, weshalb ich das ganze Video eigentlich mache. Das war bis jetzt alles im Grunde nur Einleitung. Es gibt im Alten Testament einen Propheten, der heißt Daniel. Wenn man die jüdische Bibel nachschaut, dann steht dazu, dass die Prophezeiung endet mit Haggai, Zacharia und Malachi. Mit anderen Worten, in der hebräischen Bibel ist sein Buch, Daniels Buch, nicht unter den Propheten enthalten. Die hebräische Bibel hat drei Abschnitte, Tora, Propheten und Schriften. Vielleicht, weil ihr Inhalt nicht mit den prophetischen Büchern übereinstimmt, aber die acht Kopien, die unter den Schriftrollen des Toten Meeres und den zusätzlichen Geschichten des griechischen Textes gefunden worden, sind ein Beweis für die Popularität von Daniel in der Antike. Aber die Juden beschauen Daniel nicht als einen Propheten. Von daher sind Daniels Prophezeiungen für die Juden nicht als für sie bindend angesehen. Die Juden sind sogar so sehr gegen Daniel, dass sie einen Fluch ausgesprochen haben. Das kann man nachschauen im Internet, das heißt der talmudische Fluch. Der Talmud hat seinen Ursprung in Babylon. Als die Juden in babylonischer Gefangenschaft waren und sie wurden danach nach 70 Jahren Gefangenschaft, wurden sie freigelassen und konnten ihre Stadt wieder aufbauen, konnten in ihr Land zurückgehen, da sprechen wir gleich noch drüber, da haben sie den Talmud mitgenommen. Und dieser Talmud und das babylonische, dieses babylonische Glaubenssystem, das sie mit dem Glaubenssystem des einen puren, reinen Vatergottes der Bibel vermischt haben, das ist das, was dafür gesorgt hat, dass als Jesus auf die Erde kam, er konfrontiert wurde mit Pharisäern, Sadduzäern und sogenannten Schriftgelehrten, für die damals schon die Tradition wichtiger war als das geschriebene Wort Gottes. Und da gibt es ja nun genügend Beispiele im Neuen Testament für. Das muss ich ja nun nicht alles anholen. Das wisst ihr ja selber oder könnt ihr selbst nachlesen. Welche Kirche ist denn heute die Kirche, die die Tradition über die Bibel stellt? Nach ihrer eigenen Aussage ist das die römisch-katholische Kirche, die nicht die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, als alleinige Autorität ansieht, sondern die Bibel und ihre Tradition sogar über die Bibel stellt. Könnt ihr gerne nachlesen. Auf jeden Fall gibt es hier einen talmudischen Fluch. Und dieser talmudische Fluch sorgt dafür, dass die Juden das, was Daniel damals prophezeit hat, nicht lesen, nicht kennen. Und von daher, dass man so oft sagt, als die Juden ihren Messias hätten empfangen können, wussten sie nicht die Zeit von ihrem Besuch. Sie wussten nicht, wann er kam. Warum wussten sie nicht, wann er kam? Weil sie das Buch von Daniel nicht lösen durften. Und was besagt dieser talmudische Fluch? Zitat: Mögen die Knochen von der Hand und die Knochen von den Fingern zerfallen und verrotten von demjenigen, der die Seiten umschlägt aus dem Buche Daniels, um die Zeit zu bestimmen von Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 27
und möge seine Erinnerung für immer vom Gesicht dieser Erde wegrotten. Ende Zitat. Das sagt der talmudische Fluch. Das heißt, das Buch von Daniel im 9. Kapitel in den Versen 24 bis 27 ist anscheinend so explizit in der Erklärung, wann der jüdische Messias kommt, dass die Führer des jüdischen Volkes, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer und die Pharisäer nicht wollten, dass das einfache Volk weiß, wann ihre Erlösung kommt. So, das heißt, neben dem, dass die Juden das Buch Daniel nicht zu den Propheten im Alten Testament rechnen, dass sie daneben auch noch diesen Fluch aussprechen und von daher Daniels Prophezeien gar nicht gelehrt werden, wusste das sogenannte auserwählte Volk Gottes gar nicht, wann ihr Messias kommen würde. Es gab ein paar Ausnahmen. Es gab Leute, die wussten, wann der Messias kommt. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte über den Simeon, der am Fuße der Tempeltreppe wartete, als Maria und Josef mit dem 8 Tage alten Jesus kamen, um ihn beschneiden zu lassen, und der das Kind annahm und in die Höhe gehalten hatte und dann endlich von Gott erlöst wurde von seinem langen Leben und sterben durfte, aber er blieb so lange am Leben, bis er den Messias gesehen hat. Es gab Leute, die wussten ganz genau, wer der Messias ist und wann er kommt. Aber die Masse wusste es nicht, weil die Masse betrogen wurde, weil der Masse nicht das gelehrt wurde, was Gott gelehrt hat. Und das ist doch heute nicht viel anders. Wir sind heute genauso betrogen. Also kommen wir langsam dem größten Betrug seit dem Garten of Eden auf die Spur. Es hat zu tun mit dem Buch Daniel. Und ihr wisst ja, dass ich Deutscher bin und ich habe schon ein paar Uploads über Luther gemacht. Und ich gehe auf keine Diskussion ein, ob Luther jetzt einer war, der die Bibel auch noch falsch übersetzt hat, wie manche Leute behaupten. Ich war da damals nicht bei, vielleicht wurde die Bibel nachher verfälscht. Was man heute noch kriegen kann von seinen Bibeln, ist auf jeden Fall nicht korrekt übersetzt, wenn man die King James als Basis nimmt. Was Luther auf jeden Fall gemacht hat, das ist, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, er hat das Hochdeutsche, wie wir es heute kennen, in der Basis zumindest erfunden, wenn man das so sagen kann, erfunden. Und er hat dafür gesorgt, dass das deutsche Volk und ein paar andere Niederländer und Skandinavier und Ungarn und Polen, wo damals die ganze Reformation hingegangen ist, er hat dafür gesorgt, dass all diese Länder unter dem Joch von Rom befreit wurden und dass die Reformation wirklich in Gang kam. Wisst ihr, da können die Leute für mich über Luther erzählen, was sie wollen oder nicht, aber wie es bereits in der Bibel geschrieben steht, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ja? Und wie hatte ich das gerade eben hier vorgelesen bei den Bibelzitaten? In Matthäus 21, 43 heißt es, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und da Luther kein Jude war, gehört er also zu dem Volk, das die Früchte bringt. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen und die Früchten, die sie hervorbringen. Man kann so viel an Luther zerren, reißen und meckern, wie man will, aber man kann seine Errungenschaften, die er tatsächlich geschafft hat damals, nicht von ihm wegnehmen. Man kann Tyndale vielleicht kritisieren, man kann Wycliffe kritisieren, man kann Cranmer kritisieren, man kann Zwingli kritisieren, man kann Calvin kritisieren, aber was die Menschen geschafft haben und was sie für die Bibel und das Wort Gottes getan haben, das kann man nicht leugnen, ob es einem gefällt oder nicht. Und die Bibel sagt es, wir sind alle geboren in Übertretungen und kommen zu kurz an der Herrlichkeit Gottes. Und es ist nicht einer rechtschaffen, nein, nicht einer. Auch von denen war es keiner. Aber ist es an uns, um über unsere Brüder zu urteilen? Es ist an uns, um dafür zu sorgen,
dass die Wahrheit rauskommt und dass wir das Evangelium in die ganze Welt verkünden. Und Daniel ist einer der Propheten aus dem Alten Testament, der, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass die Leute ziemlich genau wissen konnten, es aufgrund dessen, dass es ihnen nicht gelehrt wurde, es nicht wussten, aber dass sie ziemlich genau wissen konnten, wann der Messias kommt. Das Buch von Daniel ist sowas von wichtig, dass Luther, deswegen spreche ich gerade über ihn, als er sich an die Übersetzung des Alten Testaments machte, weil auf der Wartburg in 1521-22 hat er ja das Neue Testament übersetzt, erst später das Alte. Als Luther sich an die Übersetzung des Alten Testaments machte, war das erste Buch, das er übersetzte, aus dem Hebräischen ins Deutsche, das Buch von Daniel. Und weiterhin, dass das Buch von Daniel wichtig ist, sieht man daran, wenn man sich diese Sendung von Walter Veit anschaut, wo er in Nürnberg ist, auf dem Rathausvorplatz, und über den zwei Eingängen da vier Figuren stehen. Und die Leute, die da vorbeigehen, und sogar einer der Touristenführer des Rathauses befragt werden, wofür denn diese Figuren über dem Eingang des Rathauses von Nürnberg stehen. Und keiner weiß es. Dabei symbolisieren die Tiere, die Daniel gebraucht, um die Königreiche dieser Erde ab Babylon vorzustellen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Rom, das letzte Königreich. Und wie wir in Daniel 2 lesen können, wo es um die Figur geht, wo diese vier Königreiche vorgestellt werden als Kopf von Gold, Arme und Schultern aus Silber, Hüfte aus Bronze und Beine aus Eisen und Füße aus Eisen gemischt mit Ton, wo dann ein Stein, der nicht mit Menschenhand ausgehauen ist, kommt und diese Statue in den Füßen trifft und zerschmettert. Und über die ganze Erde der Staub sich verteilt und daraus dann aus diesem Stein ein Fels entsteht, der die ganze Welt bedeckt, Jesus Christus ist. Und die Leute, die man da in Nürnberg befragt hat, hatten keine Ahnung, wofür diese Tiere stehen. So haben die Leute heute keine Ahnung, wer der Antichrist ist. So haben die Leute heute keine Ahnung, dass wir im Grunde alles eins sind unter Jesus. Und dass es keine Rolle spielt, ob du Jude bist oder Araber, ob du Chinese oder Deutsche, Japaner oder Franzose, Italiener oder Grieche oder Afrikaner oder Argentinier oder was auch immer bist. Du bist ein Mensch. Gut, aber ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Jedenfalls war es für Luther so wichtig, dass er gesagt hat, wenn ich jetzt morgen sterbe, dann habe ich zumindest das Buch Daniel übersetzt. Damit bin ich angefangen. Ich fange nicht an in Genesis, ich fange an im Buch Daniel, das Alte Testament zu übersetzen. Er hat es geschafft, alles zu übersetzen. Er ist nicht am nächsten Tag gestorben, aber hätte ja sein können. Für ihn war es so wichtig. Ihm wird ja nachgesagt, dass er sagte, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt vergeht, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Den Apfelbaum, den er gepflanzt hat, das war die Übersetzung des Kapitels auf des Buches Daniel aus dem Alten Testament als erstes Buch des Alten Testaments ins Deutsche. Das war sein Apfelbaum, den er gepflanzt hat. Und wenn Luther das so wichtig fand, dann ist es doch vielleicht mal wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn wir gerade eben gelernt haben, dass es diesen talmudischen Fluch gibt, wenn wir gerade eben gelernt haben, dass die Juden heute noch ihre, ich sage jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Rasse damit betrügen, dass sie ihnen sagen, Daniel gehört nicht zu den Propheten und Daniel wird nicht als Prophet gelehrt und so weiter und so weiter. Dass die Leute heute noch von vorne bis hinten betrogen werden. Dann ist es doch vielleicht mal wichtig, dass wir uns mit Daniel 9 beschäftigen. Und dann werden wir weiter in dieser Studie im nächsten Teil zu diesen ganzen Punkten kommen, warum das Buch von Daniel so wichtig ist. Und vor allen Dingen das Kapitel 9. Wenn ich ein Video machen würde über alle 12 Kapitel von Daniel, das wäre ein bisschen zu weit hergeholt.
Kann ich auch nicht, weil ich bin kein Bibellehrer. Ich bin selbst nur ein Christ, der die Dinge, die er euch hier erzählt, herausgefunden hat aufgrund dessen, dass er die Bibel liest mit der Eingebung des Heiligen Geistes. Und weil ich einige Dinge studiert habe in der Geschichte und weil ich vielleicht das Glück hatte, Leute kennenzulernen wie Tom Fress, die sich seit über 10 Jahren mit diesen Sachen beschäftigen und die mir viel beigebracht haben. Und ich hatte vor allen Dingen das ganz große Glück, dass ich nie irgendwo in der Kirche engagiert war und deswegen niemals die ganze futuristische Falschlehre eingetrichtert bekommen habe, die ich jetzt erstmal entlernen müsste, um die wahre Geschichte zu lernen. Nein, das muss ich gar nicht. Ich sauge deswegen die Wahrheit aus der wahren Bibel Gottes, und ich gebrauche hierfür die King James, die sauge ich auf wie ein trockener Schwamm. Und das hilft mir, Videos wie diese hier zu machen. Nun, ich habe jetzt gerade eben die King James Bibel erwähnt und ich lese jetzt gleich Kapitel 9 von Daniel vor aus der Schlachterbibel 1951. Das ist die meines Erachtens meist korrekte Bibel, die ich so finde. Meist korrekt heißt aber immer noch nicht korrekt, heißt immer noch nicht original, gut, heißt noch immer nicht das Wort Gottes. Da können wir drüber diskutieren. Tue ich aber nicht, weil da gibt es für mich mehr als genug Beweise dafür, dass es so ist. Es gibt ein wahres, bewahrtes Wort Gottes heutzutage und das ist die König-James-Bibel von 1611. Wer sie nicht lesen kann, der kann sie sich übersetzen. Das habe ich ja auch hier gemacht. Es gibt Übersetzungsprogramme. Ich habe das ganz einfach mit Google Translate gemacht, weil ich ein paar Verse, nämlich zwischen 23 und 27, finde, die in der Schlachterbibel und überhaupt in jeder deutschen Bibel anders geschrieben sind, als sie in der König-James-Bibel geschrieben sind. Und die Verse 23 bis 27 aus Daniel 9 in der deutschen Bibel, in jeder deutschen Bibel übrigens, in der ich sie gelesen habe, finde ich absolut unverständlich. Wobei die König-James ganz deutliches Deutsch, wollte ich beinahe sagen, ganz deutliches Englisch spricht. Und das kann man wirklich verstehen. Und es geht um eine Falschauslegung. Und die Falschauslegung dieser Verse, die eben auch hier im talmudischen Fluch extra erwähnt werden, ja, die Verse 24 bis 27 aus dem Kapitel 9 aus dem Buch von Daniel, die Falschauslegung sorgt dafür, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der wir, wie der Titel des Videos heißt, der größte Betrug seit dem Garten von Eden hinterherlaufen, weil wir ihn nicht verstehen, weil es uns niemand erklärt. Dafür ist das Video heute. Nachdem wir jetzt also gerade erst in der Einleitung erklärt haben, dass das auserwählte Volk Gottes nicht für ewig auserwählt ist, sondern dass deutlich gesagt wurde, wie lange das ist und bis wann das war, haben wir natürlich heute immer noch ein auserwähltes Volk Gottes. Das sind nämlich alle Menschen. Alle Menschen vor allen Dingen, die sich zu ihm bekehren. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn schickt, um zu sterben für diese Welt. So sehr hat er uns lieb. Und wie sehr lieben wir ihn? Gut, auf die Diskussion und was die Juden von heute angeht und was den Staat von Israel angeht, kommen wir in einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück. Jetzt möchte ich mir erstmal die Zeit nehmen, um euch aus der Schlachter 1951 das 9. Kapitel von Daniel vorzulesen. Und zwar das ganze Kapitel. Natürlich mit Schwerpunkt in der Analyse nachher auf die Verse 23 bis 27, aber ich werde das ganze Buch Daniel vorlesen, und zwar unkommentariert, so wie es in der Schlachterbibel drin steht. Und dann werden wir analysieren und werden wir bestimmte Verse anders lesen, weil wir sie dann lesen im Verständnis aus der direkten Übersetzung aus der englischen König-James-Bibel. Die einzige unkorrumpierte Bibel, die wir heutzutage auf dieser Welt finden. Aber halt übersetzt ins Deutsche,
dass ihr, meine lieben deutschen Zuschauer, die des Englischen nicht so mächtig seid, das auch verstehen könnt. Also, ich fange jetzt an mit dem Daniel, Kapitel 9, Vers 1. Im ersten Jahre des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, welcher zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Worte des Herrn an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sack und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach, Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du den Bund und die Gnade denen bewahrst, die dich lieben und deine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos und widerspenstig gewesen und von deinen Geboten und Rechten abgewichen und haben deinen Knechten, den Propheten, nicht gehorcht, die du in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, allen Juden und Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, dahin du sie verstoßen hast, weil sie sich an dir vergangen haben. Uns, Herr, treibt es Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, Fürsten und Vätern, dass wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und haben nicht gehorcht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir in dem Gesetz gewandelt hätten, welches er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist also abgewichen, dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat uns auch der Fluch und Schwur getroffen, welcher im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir an ihm gesündigt haben. Und so hat er seine Drohungen ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unglück über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unglück über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr dafür gesorgt, dass das Unglück über uns kam, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir seiner Stimme ungehorsam gewesen sind. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und dir einen Namen gemacht hast, wie du ihn auch heute noch trägst. Wir haben gesündigt und sind gottlos gewesen. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von der Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berge. Denn um unserer Sünden und um unserer Väter Missetat willen wird Jerusalem und dein Volk von allen seinen Nachbarn beschimpft. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Antlitz leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem heiligen Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit machen wir unsere Bitten vor dir geltend, sondern wegen deiner großen Barmherzigkeit. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle und verziehe nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, geltend machte, ja, während ich noch mein Gebet sprach, flog eilends daher der Mann Gabriel, den ich anfangs im Gesichte gesehen hatte, und berührte mich um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dir den Verstand zu erleuchten. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort,
und ich bin gekommen, es dir anzuzeigen. Denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf das Gesicht. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Gesalbten, einen Fürsten, vergehen 7 Wochen und innerhalb 62 Wochen werden die Straßen und Gräben wiedergebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, so dass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben. Und sie geht unter in der Überschwemmung, und der Krieg, der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert bis ans Ende. Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und mitten in der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Das war Daniel Kapitel 9. Alle 27 Verse, so wie sie in der Schlachterbibel 1951 drinstehen. Ich bin mit dem Video bereits fast 50 Minuten beschäftigt und ich habe noch nicht mal angefangen, an der Oberfläche zu kratzen derjenigen Dinge, die ich wirklich hierin besprechen wollte. Und ich werde euch ganz klar sagen, das werde ich jetzt auch in den letzten paar Minuten nicht mehr tun. Ich werde mir die Analyse von Daniel 9, Verse 23 bis 27 und wie sie sich in der King James Bibel auf Deutsch übersetzt lesen und verständlicher sind, aufheben zum nächsten Mal. Und ich werde auch beim nächsten Mal, beim nächsten Video, euch mehr erklären, warum die Juden nicht mehr Gottes Volk sind. Aber da wir ja bereits mit ein Bibelzitaten in der Hinsicht angefangen haben, werde ich jetzt eben nochmal mit ein paar in der Richtung auch ändern. Wir können das nämlich auch noch lesen im Buch von Matthäus, also im Evangelium von Matthäus. Und ich finde das sehr wichtig und werde das auch eben analysieren. Im Grunde geht es um zwei Verse in Matthäus 18. Und zwar Matthäus 18, Vers 21 und 22. Ich werde jetzt eben das Kapitel 18 lesen, ab Vers 21 bis zum Ende, weil ich das, um den Zusammenhang gut zu verstehen, nötig finde, dass man das ganze restliche Kapitel liest. Aber danach gehe ich nochmal kurz auf Verse 21 und 22 ein und schließe damit diesen ersten Teil des Videos ab. Und je nachdem, wie das angenommen wird, werde ich den zweiten Teil bringen, mit der notwendigen Erklärung. Oder wenn es nicht gut ankommt, dann werde ich es nicht bringen, weil dann ist da anscheinend keine Nachfrage für. Aber wir hatten ja jetzt gerade eben gelesen, in Daniel Kapitel 9, in Vers 24, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen. Das hatten wir gerade gelesen. Da geht also Daniel 9 hauptsächlich drum, um 70 Wochen. Wann sind diese 70 Wochen abgeschlossen? Das ist eine des, wie man das schön sagen könnte, des größten, Unterteil des größten Betrugs seit dem Garten von Eden. Das ist so. Das werden wir im nächsten Teil sehen. Aber wie gesagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Ja, oder sind verordnet. Was lesen wir denn in Matthäus 18? Da lesen wir in Vers 21. Wie gesagt, ich lese jetzt von 21 bis zum Ende
das Matthäus Kapitel 18 vor, das ist bis Vers 35. Und danach werden wir die ersten zwei Verse noch kurz analysieren und dann schließe ich das Video nach einer Stunde ungefähr ab. Also Matthäus 18, Vers 21, Zitat. Da trat Petrus herzu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und also zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Knechts und gab ihn frei, und er ließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, da war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, »Du böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. »Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet.« Ende Zitat, Matthäus Kapitel 18. Vers 21 und 22 hier nochmal. Da trat Petrus herzu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Warum ist 70-mal siebenmal so wichtig? Weil wir in Daniel Kapitel 9, Vers 24 lesen, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen. 70 Wochen sind 70 mal 7 Tage. 70 mal 7 Mal. Darum hat Jesus in Matthäus 18 auf Peter seine Frage geantwortet. Wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? 7-mal? Nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Hiermit macht Jesus ganz deutlich, dass er die Erfüllung der Prophezeiung von Daniel ist. Hier macht Jesus deutlich, dass die 70 Wochen, die 70 mal 7 Tage, die Zeit ist, die dem Volk gegeben wurde, um, wie es hier bei Daniel heißt, der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um deine Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Jesus bestätigt hier in Matthäus 18, dass er die Erfüllung der 70 Wochen Prophezeiung von Daniel ist. Und dass heutzutage überall in allen Kirchen gelehrt wird, dass die 70. Woche Zukunft ist, hat noch viel weitreichendere Konsequenzen. Und das werden wir uns im zweiten Teil anschauen, wenn wir uns anschauen,
der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Was ist er genau? Worauf geht er zurück? Wie kann ich ihn erkennen? Und wie lange wird Juda das auserwählte Volk, Gottes repräsentieren? Bis zur Zeit, dass der Messias kommt? Oder bis zur Wiederkunft des Messias? Die Frage und andere Fragen werden wir beantworten im zweiten Teil des Videos Der größte Betrug seit dem Garten von Eden, wenn Zustimmung dafür kommt. Deswegen werde ich unter dem Video einen Kommentar setzen, dem ihr einen Daumen hoch geben könnt, wenn ihr den zweiten Teil hiervon sehen und hören möchtet. Dann werde ich den aufnehmen bei Zustimmung. Bei Nichtzustimmung habe ich genügend andere Sachen zu tun und verweise ich halt darauf, dass ihr euch das anschaut, was ich in Luther 2017 in der ersten oder zweiten, jedenfalls in den ersten zwei Sendungen da erzählt habe über Daniel Kapitel 9. Ansonsten, schönen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss.